Heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Ich bin für euch in den Anden unterwegs, um den neuen Nordica Enforcer Unlimited zu testen. Heute sind wir in Körberhof, genau. Leider konnte ich das Video eben nicht fertig machen, da wir ja gesehen haben, der Vulkan bricht aus. Jetzt bin ich wieder zurück in der Heimat, beziehungsweise auch schon wieder weiter in den Alpen und erkläre euch genau da im Schnee, was es mit dem Ski auf sich hat. Hier haben wir den neuen Nordica Enforcer Unlimited in der 104er Variante. Was heißt Unlimited? Die Enforcer Serie kennt ihr bestimmt, die Nordica Freeride Range mit zwei Lagen Titanal, brutal stabil, aber halt eben auch ein bisschen fordernd. Und mit dem Enforcer Unlimited hat Nordica eben es geschafft, so die Eigenschaften vom klassischen Enforcer, eben Stabilität, den Auftrieb und alles beizubehalten, ihn aber eben ein gutes Stück leichter zu machen. Das haben sie geschafft, indem sie quasi das Metall rausgelassen haben und mit Carbon das Ganze aufgebaut haben. Ich bin im Sommer schon viel gefahren in Chile und jetzt hier im Sölden. Das Ding kannst du echt wie alle Enforcer hinstellen, nur mit dem Vorteil, dass du damit auch entspannt hochlaufen kannst. Ja, weil halt einfach weniger Gewicht ist. Und da empfiehlt sich halt eben auch eine gescheite Tourenbindung drauf. Pinbindung, leichtes Modell. Dann hat man eben einen schönen Setup, was eben leicht zum Hochlaufen ist, aber halt eben die Abwärtsperformance, die uns ja immer wichtig ist. Haben wir im Shop als 104er. Da geht es natürlich um die Mittelbreite. Allerdings auch den 94er. Der ist dann hier vorne rot. So, und das Wichtigste natürlich auch die passende Bindung. Wir haben von ultra leicht bis mega stabil alles da. Kommt bei uns vorbei, wir erklären euch die Bindung, was auf welchen Ski passt, was Sinn macht und vor allem auch, wie sie funktioniert, damit ihr im Schnee eben nicht dasteht wie der Ochs vom Berg, der sprichwörtliche, und wisst, wie es funktioniert. Der hier ist auch im Verleih, also wenn ihr einfach mal einen testen wollt, nehmt ihn euch mit, macht richtig Bock, das Ding. Was ist der Unterschied zwischen uns und zwischen anderen Shops? Wir fahren die Ski, die wir an der Wall of Fame haben, selbst, probieren die aus, bevor wir sie bestellen, wissen also genau, wie die Ski funktionieren, für was die gedacht sind, für welche Zielgruppe die gedacht sind und vor allen Dingen auch, ob die Qualität stimmt. Ein nicht ganz unerheblicher Aspekt, oder? Und ab auf die Piste.